Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Richtig. Kann ich Ihnen behilflich sein? Ja. Biss die Wand an. Nein, ich fragte, ob ich Ihnen behilflich sein kann. Ah, verstehe. Ich hätte gern einige Informationen. Ja? Nun? Was nun? Ich hätte gern einige Informationen. Ja, welche Informationen hätten Sie denn gerne? Na, was haben Sie denn so? Wie bitte? Na, was haben Sie denn so für Informationen? Jede Art von Informationen. Die da wären? Sowas wie das Durchschnittsgewicht eines ausgewachsenen Zwergkaninchens. Oh, das wusste ich noch nicht. Das wussten Sie noch nicht? Dass es ein Durchschnittsgewicht für ausgewachsene Zwergkaninchen gibt? Doch, das gibt es, ja. Haben Sie noch andere Informationen? Ja, aber sehen Sie, Sie müssen mir schon eine Frage stellen, ne? Und Sie antworten mir dann? Richtig. Wenn ich Ihnen eine Frage stelle? Genau. Aha. Gut. Wie hieß der Mann? Ja. Wie hieß der Mann, der mir in der Schule Deutsch beigebracht hat? Also sehen Sie, diese Art von Information ist nicht genau das, was wir hier also... Gut, also... Sein Name war Wilhelm Knut. Das stimmt! Sie haben ihn immer Knutschi genannt. Knutschi. Mann, ich werd verrückt. Das waren noch Zeiten. Wir hatten da so einen Typ in der Klasse. Wie hieß der noch gleich? Ahrens, Ackermann, Bauer, Kröschel, Friedrich, Hermanns. Hermanns! Tim Hermanns, der war's! Mann, oh Mann, der hat den alten Knutschi immer zur Weißglut gebracht. Wissen Sie, was der immer angestellt hat? Ja. Was aus dem wohl geworden ist? Er ist verheiratet mit einer Frau namens Susanne Thormann und lebt heute in Velbert bei Wuppertal. Oh, ich glaube, der bin ich nie begegnet, oder? Doch, das sind Sie. Am 4. Juli 1972 saßen Sie neben ihr oben im 146er Richtung Zoologischer Garten und sie hat Ihnen von den Bay City Rollers erzählt. Sie waren verknallt in sie bis zum Mittwoch der folgenden Woche. Sie haben eine ganze Menge Informationen. Ja, wir tun unser Bestes. Haben Sie sonst noch einen Wunsch? Ja. Könnten Sie mir sagen, wie man... Ja. Könnten Sie mir sagen, wie man glücklich wird? Wie man glücklich wird? Wie man glücklich wird. Tut mir leid, aber ich fürchte, diese Information unterliegt einer Zugangsbeschränkung. Sie haben diese Information, oder? Ja, sicher. Ist aber zugangsbeschränkt. Tut mir leid. Zufrieden? Ja, danke der Nachfrage sehr. Nein, nein. Ich meine, ob Sie Informationen über Zufriedenheit haben. Verstehe. Oh ja, auch darüber haben wir Informationen. Kann ich die vielleicht bekommen, bitte? Tut mir leid. Das ist ein Geheimnis. Ach, kommen Sie. Also gut. Das Geheimnis der Zufriedenheit ist es... Ja? Keine Fragen zu stellen.